Moin Moin Seekräuter, willkommen zurück zur nächsten Ausgabe unserer Schiffseinweisung für die Premium-CVs. Nächster Teil oder neues Schiff, die Saipan steht hier im Hafen. Irgendwie hat es mir der Hafen angetan, ich finde ihn schön, romantisch und so weiter, besser als der Trockendock. Und deswegen machen wir es hier aus dem Philippinenhafen. Es geht ja heute auch nicht so sehr doll um Panzerung, denn bei den Flugzeugträgern ist es ja so eine Sache mit der Panzerung. Wir wollen die Träger wieder so ein bisschen einordnen und diesmal jetzt eben die Saipan. Wir vergeben wieder so ein bisschen Schulnoten von 1 bis 4. 1 ist das Beste, 4 ist das Schlechteste. Basiert natürlich auf meinen persönlichen Erfahrungen, meinen Einschätzungen, meiner Erfahrung. Und es kann durchaus sein, dass ihr vielleicht eine andere Meinung dazu habt. Teilt mir die gerne mit in den Kommentaren, bitte konstruktiv. Es ist sowieso alles super eng beieinander. Bloß weil einer eine 4 bekommt und der andere vielleicht eine 1 bekommt, heißt das nicht, dass da gigantische Welten dazwischen sind. Das können wirklich nur Millimeter oder ein Müh oder einfach nur das Gefühl sein, was sich besser anfühlt für mich. Und ja, deswegen sortieren wir das hier so ein bisschen ein. Fangen wir erstmal direkt oben an mit der Geschichte der Saipan. Da gibt es eigentlich gar nichts zu erzählen, also nicht wirklich viel. Kiellegung 1944, Indienststellung 1946. Ja, und das war schon nach dem Krieg. Die Saipan hat nichts Bewegendes mitgemacht. Es wurde 1954 schon erkannt, dass das Schiff veraltet ist, weil in dem Jet-Zeitalter der Träger viel zu kurz war und so weiter. Und wurde deswegen kurzerhand in die USS Arlington umbenannt und wurde dann als Kommunikationsschiff genutzt. Das heißt, die hatte oben eine schöne Landebahn drauf. Da konnten die Kommodore und so weiter alle drauf landen und sich dann unten in der Bar einen reinlöten. Und das war es eigentlich. 1970 wurde das ganze Hotel dann verschrottet. Und jetzt haben wir es im Spiel und haben es besonders ins Spiel bekommen. Denn es gibt da schon die ein oder andere Sache, die wirklich toll ist an der Saipan. Aber es gibt halt auch die ein oder andere Schwäche, die wir jetzt bewerten wollen. Gucken wir uns erst die Panzerung an. Die Panzerung ist sicherlich schon mal eine Schwäche gegenüber den Trägern Enterprise und Graf Zeppelin, die deutlich besser gepanzert ist und da ist auch die Zitadelle besser verdeckt. Wir haben ja bei der Enterprise, bei der Graf Zeppelin oben hier 25 mm drauf und hier haben wir eben nur 16 mm. Das heißt, da ist auch keine Immunität gegen HE-Shells oder irgend sowas gegeben, ja, 152 mm, ohne IFAE kommen da trotzdem ohne Probleme durch, die Penetrationswirkung ist vernünftig, das ist das, was man eigentlich dazu sagen kann, AP sowieso, und da kann man dann auch gleich nochmal zeigen, wie deutlich doch die Zitadelle hier ist, recht groß, wie ihr seht, Overmatch ist ja sowieso mit den 19 mm vorne sehr, sehr früh schon möglich, eine große Gate-In sozusagen, wo die Granaten dann wirklich reinfliegen können, auch hier oben sind es nur 65. Also da geht schon noch einiges, sage ich jetzt mal. Da müssen sie dann zwar schon in einem guten Winkel ankommen, weil Overmatch ja bei 127 mm im Spiel so nicht mehr möglich ist. Aber ja, also es ist nicht super kompliziert, die Zitadelle zu treffen. Gerade eben von der Seite nicht, weil da sogar ein Teil der Zitadelle an der Seite rausguckt. Das hier zählt schon als Zitadellenpanzergürtel. Das sind gerade mal 152 mm und das war schon, davor ist nichts. Also leichtes Opfer, leichter als die Enterprise und die Graf Zeppelin auf jeden Fall schon mal. Dazu kommt noch erschwerend sagen, dass wir nur Trefferpunkte haben von 47.900, einen ganz geringen Torpedo-Schadensverringerungsschutz und das alles gibt uns den Rang 4 bei der Saipan. Das ist unvermeidbar sozusagen. Ja, also das ist bei allen anderen Trägern ist das einfach besser. Mehr Trefferpunkte, mehr Panzerungsschutz und einfach auch mehr Torpedoschutz. Ja. Gut. Dann geht's schon weiter. Nachdem wir da mit der Überlebensfähigkeit durch sind, gucken wir uns die Schlachtflugzeuge an. Und das ist eine der größten Stärken der Saipan. Also nicht nur die Schlachtflugzeuge an sich, sondern allgemein die Flugzeuge. Denn die Flugzeuge haben alle durch die Bank weg die meisten Trefferpunkte aller vier Premium-Träger, die wir hier miteinander vergleichen. Also Graf Zeppelin, Enterprise, Kaga und eben unsere Saipan, die wir jetzt hier gerade im Hafen haben. Da kann man durch die Bank weg sagen, Trefferpunkte, wow. Ja, sind nicht unbedingt immer die schnellsten Flugzeuge, auch wenn es hier bei den Raketenflugzeugen, bei den Schlachtflugzeugen ebenso ist. Die sind supermäßig unterwegs, 176 Knoten bis 238 Knoten mit Motorboost. Dazu haben wir die meisten Trefferpunkte mit, wie gesagt, über 360 Trefferpunkte mehr als zum Beispiel die Enterprise, die nächsten meisten Trefferpunkte hätte. Nachteil ist wiederum, das sind immer nur zwei Flugzeuge, die da in der Staffel sind, also in der Angriffsstaffel. Generell starten 6 Flugzeuge und ihr habt auch nur 9 Flugzeuge an Deck parat. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt gleich. Die Flugzeugwartungszeit ist nämlich gleichzeitig bei allen Flugzeugen
Flugzeugtypen das Schlechteste bei der Saipan. Das heißt, ihr habt richtig geile Flugzeuge, die viel aushalten, die, ich sag mal, mittelmäßig schnell sind, bei den Schlachtflugzeugen sogar die schnellsten, aber ihr habt eben Flugzeuge, die sehr, sehr lange brauchen, bis sie wieder an Deck geschoben sind, um da Nachschub zu generieren für eure Kämpfe, die ihr da so ausfechtet. Von daher, ja, zweischneidiges Schwert, ne? Gut. Dann haben wir bei den Schlachtflugzeugen auch nicht unbedingt die große Masse an Raketen. Wir haben zwei Flugzeuge, jedes Flugzeug trägt drei Raketen. Der Alpha-Damage der Rakete ist der höchste, weil sind Tiny-Tim-Raketen. Und 5400 stehen da zu Buche. Wir können ordentlich penetrieren mit 68mm Panzerung. Dann kommt die Rakete durch und hat 33% Brandwahrscheinlichkeit, was richtig cool ist. Ihr müsst euch quasi sehr gut einteilen, welche Schiffe ihr wann anfliegt. Aber wenn ihr sie anfliegt, dann zieht es durch und dann macht ihr auch vernünftig Schaden drauf. Das muss man einfach so sagen. Ihr habt eine in Flugrichtung ausgerichtete Ellipse, die sich relativ gut verengt, aber sehr nervös auf schnelle Mausbewegungen reagiert. Ne? Also wenn ihr nochmal kurz was reagieren müsst, dann bleibt die schnell stehen. Ich bin eben extra nochmal im Übungsgefecht gewesen und habe nochmal ein paar Sachen ausprobiert, um euch das brühwarm sozusagen zu erzählen. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall sensibel sein. Richtet euch, ihr müsst euch frühzeitig ausrichten und dann am besten von Bug bis Achtern fliegen und dann halt wirklich die Aufbauten und so die Bereiche treffen, wobei halt 68mm schon ordentlicher Penetrationswert sind. Das alles bringt uns zum Schluss, dass das die zweitbesten Angriffsflieger, Schlachtflugzeuge sind, und zwar nach der Enterprise. Ja, die Enterprise hat eine ganze Menge an Flugzeugen, auch eine ganze Menge an Raketen eben. Und das gleicht das wirklich gut aus, weil damit eben auch Zerstörer anzugreifen sind. Mit den amerikanischen Schlachtflugzeugen sind auch da wieder eher Kreuzer und Schlachtschiffe euer Ziel, anstatt Zerstörer. Weil, wie gesagt, ist halt nur eine ganz geringe Anzahl. Und ja, ihr seht es ja auch schon an den Schadenswerten, an den Penetrationswerten, dass die einfach eher auf stärkere Schiffe ausgerichtet sind. Dann kommen wir schon zur nächsten Geschichte, das sind ja die Torpedobomber. Auch die natürlich mit den meisten Trefferpunkten im Spiel, eben T-10-Flugzeuge. Ja? Also ihr habt bei den Bombern, bei den Torpedobombern und bei den AE-Bombern immer T-10-Flugzeuge drauf, deswegen kommen die großen Trefferpunkte da überhaupt zustande. Hier ist es dann aber so, dass ihr nicht mehr die schnellsten Flugzeuge im Spiel habt, denn das sind von der Geschwindigkeit her sogar nur die drittschnellsten. Hinter der Graf Zeppelin natürlich, die da in dem Bereich Klassenprimus ist, und eben der Kaga, die da geschwindigkeitsmäßig auch noch ein bisschen davor steht. Aber ihr habt die stärksten, den stärksten Alpha-Damage einer Gesamtsalve. Damit meine ich, ihr transportiert pro Flugzeug zwei Torpedos. Eine Angriffsstaffel besteht aus zwei Flugzeugen. Das heißt, ihr habt vier Torpedos im Wasser. Jeder Torpedo hat 6.500 Damage knapp. Und wenn alle vier treffen, dann ist das ein riesen Dilemma für den Gegner sozusagen. Über 24.000 Schaden, den ihr da platzieren könntet. Und das steht schon für sich. Deswegen haben wir hier auch Platz 1 vergeben für diese Torpedobomber. 470 Meter ist die Scharfschaltdistanz, auch eine sehr, sehr kurze, also die zweitkürzeste von unseren vier Premium-Trägern. Und ja, die Torpedogeschwindigkeit muss man auf jeden Fall oder sollte man auf jeden Fall boosten. Nachladezeit der Flugzeuge, also Flugzeugwartungszeit, 150 Sekunden, ist natürlich ein Brett. Ja, das muss man erstmal bohren, 2,5 Minuten, wow. Nichtsdestotrotz, setzt es clever ein, zum Beispiel startet ihr eine Staffel, setzt gleich zwei Torpedos schon mal ab und fliegt dann nur noch mit vier Flugzeugen hin, macht einen schnellen Raid, kommt aus dem Verdeckten möglicherweise, setzt eure Torpedos ab, das sollte eigentlich gehen. Also ein Angriff kriegt ihr auf jeden Fall hin, wenn ihr das immer so betrachtet, dass ihr vielleicht zwei Flugzeuge verliert im Anflug und mit dem anderen dann eben zwei Torpedos, also dann in dem Sinne vier Torpedos absetzt und die dann treffen, ist schon ziemlich cool. Nachteil ist ein bisschen, die Einzielzeit ist ziemlich langwierig, nicht so lang wie bei der Graf Zeppelin, aber ziemlich langwierig, solltet ihr auch möglichst stillhalten, und das ist ein offener Fächer, also die driften so leicht auseinander, die Torpedos, ziehen sich nicht zusammen, wie jetzt zum Beispiel bei britischen Flugzeugträgern. Und das ist ein kleiner Nachteil, aber ihr müsst relativ nah ran oder ihr könnt relativ nah ran und damit könnt ihr das komplette Schiff gut abdecken. Gut, und dann kommen wir schon zu den Bombern. Und zwar den HE-Bombern, die ebenfalls die meisten Trefferpunkte haben, die aber auch längste Flugzeugwartungszeit, ohne Frage.
Geschwindigkeitsmäßig liegen wir da auch auf dritter Stelle, hinter der Graf Zeppelin, hinter der Karga. Jedes Angriffsgeschwader besteht aus 6, oder jede Angriffsstaffel besteht aus 6. Angriffsgruppe ist dann aus 2 Flugzeugen. Jedes Flugzeug trägt 2 Bomben und die haben es echt in sich. 67 mm ist da der Panzerungsdurchschlag und 64% ist da die Brandwahrscheinlichkeit. Das ist outstanding und was wirklich Besonderes. 11.200 Alpha-Damage ist der höchste HE-Granatenwert und was diese Bomben, diese HE-Bomben eben so besonders macht. Ihr könnt das Ding auf Zerstörer benutzen, ihr könnt das Ding auf Kreuzer benutzen, ihr könnt das Ding auf Schlachtschiffe benutzen und immer macht da vernünftig Schaden. Sicherlich macht ihr auf Schlachtschiffen noch mehr Schaden, weil da die Ellipse, die ihr eben habt, wirklich das ganze Schiff, also gerade bei Schlachtschiffen, kann eigentlich keine Bombe daneben fliegen, weil die Ellipse genau so groß ist, dass genau die Aufbauten sozusagen umrahmt werden. Mit dieser Ellipse, wenn ihr einen optimalen Anflug hinbekommt. Das ist eigentlich aber ganz gut möglich, so ist zumindest meine Erfahrung. Und auch da geben wir für diese Bomber definitiv Platz 1. Es ist natürlich irgendwo auch dem geschuldet, dass man eben so viele Trefferpunkte hat. Man kann richtig was einstecken, das ist einfach so. Und das hilft einfach, um den Schaden auch an den Mann zu bringen. Und das ist bei vielen anderen Flugzeugen eben nicht so. Und ja, deswegen haben wir hier Platz 1 vergeben. Ich habe schon einige Gefechte gehabt. Das erste Gefecht, weil ich mit der Seipan überhaupt gefahren habe, war gleich 130.000. Und ja, das spricht sicherlich auch für sich. Gut. Nächster Punkt ist dann die Flugabwehr. Die Flugabwehr hier 48, der schlechteste Flugabwehrwert, den wir bei den 4 Premium-Trägern hier haben, die wir vergleichen wollen. Also bleibt gleich Platz 4, brauche ich gar nicht mehr viel zu erzählen. Entschuldigung, ich habe mich gerade in der Zeile vertan. Es ist natürlich Platz 3, nicht Platz 4, weil die Karga noch eine schlechtere Flugabwehr hat. Aber ja, das ist hier 48. Wir haben hier nur Kurz- und Mittelstrecke. Die Graf Zeppelin und die Enterprise haben bessere Flugabwehrwerte, weil sie eben mehr Zwiebelringe haben und deswegen einfach auch das Leben für den angreifenden Trägerpiloten sehr viel schwerer machen. Und ja, die Saipan schießt eben hier nur 3,5 Kilometer weit, ne? Das ist alles. Ab 3,5 Kilometer geht die Flugabwehr überhaupt erst los. Da sind die Torpedos bei vielen schon im Wasser. Und deswegen habe ich hier den dritten Rang vergeben. Den vierten Rang, den hat die Saipan bekommen bei der Artillerie. Die ist nämlich schlichtweg nicht vorhanden. Alle anderen Träger haben zumindest eine Sekundärartillerie. Hier gibt es keine. Deswegen der vierte Rang. Und ich brauche dazu gar keine großen weiteren Worte verlieren. Und zum Schluss geht es dann noch um Manövrierbarkeit und Verborgenheit. Da gibt es dann wieder Rang 1. Das kann man gleich vorwegnehmen. Höchstgeschwindigkeit, der beste der Träger. Wendekreis, der beste der Träger, der vier Träger, die wir hier vergleichen. Die Ruderstellzeit gut, ja, die ist langsamer. Auch eine ganze Ecke, über 2 Sekunden langsamer. Ja, ist aber super gut, trotz alledem, weil wir das ja, ihr kennt es vielleicht aus den vorherigen Videos, wenn ihr die schon geschaut habt. Erkennbarkeit spielt bei mir auch immer noch eine ganz große Rolle, die wir damit reinzählen. Ja, Erkennbarkeit zu Wasser, 12,2 Sekunden, ist der niedrigste Wert aller vier Träger. Und deswegen ja, wähle ich diesen Träger als, wenn man alle Werte zusammennimmt, als den besten von der Manövrierbarkeit und von der Verborgenheit her. Ja, kann man einfach so festhalten. Gesamtnote, wenn wir alle Noten zusammenzählen, kommen wir auf 2,29. Ja, diesen Wert hatten wir schon mal. Aber ja, ich will euch nicht den Wert vorwegnehmen. Ihr könnt ja die anderen Videos, also hier Graf Zeppelin, Enterprise und so weiter, dann nochmal euch, oder nicht nochmal, aber euch anschauen, wenn ihr hier den Saipan als erstes Video seht. Gut, dann geht es weiter zu den Modulen bei dem Dampfer. Beziehungsweise zum Verbrauchsmaterial erstmal. Hier kann man schon mal nichts Besonderes mehr erwähnen, weil das ist die Standardverteilung der Verbrauchsmaterialien. Also hier die Reparaturmannschaft 1 für Flugzeuge, für die Torpedobomber und die Motorkühlung, so wie die ihr hier habt. Das ist nicht irgendwie besonders. Das ist nur bei der Graf Zeppelin so, dass da einmal Motorkühlung mehr für die Schlachtflugzeuge existiert. Gut, dann geht es weiter. Schadensbegrenzungsteam 1, wieder die üblichen Werte, wird automatisch ausgelöst, sobald ihr Flutung oder eben einen Brand kassiert habt. Nachdem das Ding quasi gelöscht oder Wassereinbruch behoben ist, 60 Sekunden lang Immunität gegen neue Wassereinbrüche oder Brände. Danach tickt dann die Ladezeit von 90 Sekunden und dann wäre das Schadensbegrenzungsteam wieder einsetzbar, wenn ihr dann erneut blutet oder eben brennt. Bei den Jägern verhält sich das genauso. Ihr werdet entdeckt,
Und danach starten die Jäger automatisch 4 Stück, die 10 Minuten aktiv sind, im Umkreis von 3 Kilometer um euren Träger herum. Ja, und die schießen dann maximal 4 Flugzeuge eben ab. Das ist, wie gesagt, ich habe es in den anderen Videos schon gesagt, die Anzahl der Flugzeuge, die abgeschossen werden können, bestimmt die Größe der eigenen Jäger. Ne? Also wenn man 4 Jäger hat, dann kann man auch nur 4 Flugzeuge abschießen. Das ist neu seit dem CV-Rework. So. Und dann geht's zu den Verbesserungen. Welche würde ich denn da jetzt empfehlen? Dann fangen wir vorne an. Das ist die Luftgruppenmodifikation 1. Die ist eigentlich bei jedem Träger gleich. Wir wollen, dass die Flugzeuge, die zurück zum Träger fliegen, auch schneller fliegen, als wenn sie hinfliegen. Also, dass sie möglichst schnell wieder beim Träger sind. Dann Slot 2, Flugzeugmotormodifikation 1. Einfach 10% länger Motorboost benutzen können. Ist schon mal geil. Und die anderen Sachen, die sind einfach nicht effizient für einen Träger. Auf Slot 3 geht es dann weiter. Und da kann ich euch die Torpedobomber-Modifikation schon gut empfehlen. Ihr habt nur eine Vorzielzeit von 10 Sekunden. Ich würde die auf jeden Fall erhöhen. Dann könnt ihr nämlich auch früher schon abtauchen unter Flakfeuer und da eben zusehen, dass ihr eure Torpedos reinkriegt. Das heißt, ihr habt 5 Sekunden mehr Zeit, dass sich diese Zielvisiereinrichtung quasi scharf stellt oder einzielt. So könnte man das nennen. Das hilft auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu dem vierten Slot. Und da bin ich auch ein ganz großer Fan der Torpedobomber-Modifikation, weil sie für mich einfach den meisten oder den sinnvollsten, irgendwie den sinnvollsten an, sich als sinnvollsten anfühlt. Wenn ihr geil seid und sagt, ihr seid, ihr möchtet gerne mit den HE-Bombern mehr machen, wollt ihr einfach noch mehr Schaden machen, ne? Dann ist das euch natürlich freigestellt. Ihr könnt euch auch gerne eure HE-Bomber pimpen. Das nimmt sich wahrscheinlich nicht mal unbedingt so viel. Es kommt einfach darauf an, wie ihr sie einsetzt. Auch bei den HE-Bombern würde ich euch eher empfehlen zu sagen, okay, ich setze 2 Bomber ab. Ja, also direkt nach dem Start schmeiße ich die HE-Bomber ins Wasser, damit die 2 Bomber schon mal zurückfliegen, dass ihr nur mit 4 Bombern anfliegt. 2 werden wahrscheinlich abgeschossen werden und mit 2 könnt ihr eventuell noch bombardieren. Kommt auf die Masse der Schiffe an, auf die ihr trefft. Und vor allen Dingen, gegen welche Schiffe ihr fahrt. Ne? Das kann durchaus so sein, dass ihr sogar 2 oder 3 Anflüge schafft. Wenn das Schiff sich nicht vernünftig verteidigen kann, ist das auch sehr sinnvoll. Also ich persönlich, für mein Gefühl, würde auf Torpedobomber gehen. Der HE-Bomber kann aber auch ziemlich sinnvoll sein. So, und dann kommen wir in Slot 5. Und Slot 5 ist ja vorprogrammiert. Ne? Wenn ihr jetzt richtig aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass die Flugvorbereitungszeit, die Flugzeugwartungszeit Riesenproblem ist und ihr habt sowieso nur wenig Flugzeuge an Deck, nämlich immer nur 9 Stück. Also von euren Schlachtflugzeugen, von euren Torpedobombern und von euren HE-Bombern habt ihr 9 Stück, aber 6 Stück starten davon immer. Das heißt, sobald die gestartet sind, habt ihr dann nur noch 3 Stück an Deck. Wenn ihr diese Flugüberwachungsmodifikation nehmt, habt ihr eben, nachdem die gestartet sind, noch 5 Stück an Deck und ihr schickt ja gleich 2 wieder zurück. Das heißt, ihr habt da auf jeden Fall dann gleich wieder eine volle Staffel parat. Die Tarnung bei dem Dampfer hier ist schon ziemlich geil. Mit 12,2 Kilometer ist hier ganz klar die Flugüberwachungsmodifikation zu wählen, weil am meisten Vorteile und am kampfeffizient ist. So, jetzt haben wir die Module eingebaut. Jetzt gucken wir uns noch schnell das Äußere an. Und da gibt es natürlich eine schicke Tarnung, wenn ihr das Ding aus dem Container gezogen habt oder möglicherweise im Store euch gekauft habt. Dann gucken wir uns hier mal die Tarnung an. Da gibt es dann auch wieder 2 verschiedene Tarnfarbschemata, die auch wieder die gleichen Werte wie bei den anderen Flugzeugträgern haben. Minus 3% Erkennbarkeit zu Wasser, plus 4% Streuung der feindlichen Granaten. Schiffswartungskosten um 10% reduziert nach dem Gefecht und EP je Gefecht um 50% erhöht. Eingebaut das Ding. Und dann kommen wir zu den sinnvollen Signalen. Und da haben wir doch eine ganze Menge, die diesmal sinnvoll sein können. Was sicherlich auch trotz der schwachen Flak immer helfen wird, auch wenn es dann erst bei 3,5 Kilometer einsetzt, ist die November Echo Sette 7. Ist vielleicht nicht unbedingt top zu empfehlen, aber schon mal besser als nichts. Ja. Also das kann man ruhig machen, wenn ihr da die Flaggen parat habt, dann erhöht sich der Schaden einfach nochmal ein bisschen. Dann solltet ihr meiner Meinung nach die nächsten 3 Flaggen alle skillen. India X-Ray, um eure Bombenbrandwahrscheinlichkeit auch für den Raketen nochmal zu hören. Ihr habt 2 Flugzeugtypen, die HE verschießen und damit werden die davon gesamt profitieren. Die Wassereinbruchswahrscheinlichkeit muss natürlich auch nach vorne gebracht werden.
Also geht diese Flagge auch noch mit rein und Victor Lima dann eben auch nochmal, um da weitere Sachen eben voranzubringen. Auch nochmal Wassereinbruch und auch nochmal Brand. Ne? Im weiteren Verlauf würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall hier noch November Foxtrot einzubauen und eben Sierra Mike, um da auch nochmal das letzte Quäntchen Höchstgeschwindigkeit mit rauszupressen. Und dann seid ihr bei fast 35 Knoten mit dem kleinen niedlichen Träger hier. Ja, dann sind 6 Signale eingebaut. Ihr könnt noch 2 weitere wählen, die ihr hier als sinnvoll erachtet. Auch hier wieder der Hinweis, Update 083 ist heute noch nicht aufgespielt. Wir haben heute den 22. April. Ich gehe aber davon aus, dass dieses Video erst nach dem 22. April für euch zur Verfügung steht. Und deswegen ich gehe im Moment davon aus, dass die India-Delta-Flagge in Zukunft für Flugzeugträger relevant ist, nämlich für die Reparaturmannschaft der Torpedobomber, um da mehr Trefferpunkte wiederherzustellen. Und deswegen wäre dann die India-Delta-Flagge natürlich auch noch zu empfehlen. Ja. Gut, dann haben wir das alles fertig. Das sind die ganz normalen Flaggen. Wenn da nichts Besonderes an Flaggen bei euch im Arsenal existiert, dann braucht ihr da auch nichts weiter draufsetzen. Ist natürlich eure freie Wahl. Und dann kommen wir zum Kapitän. Der Kapitän-Skill. Wir haben hier den Harold Nash, der für mich der Saipan-Kapitän ist. Und da geht's gleich weiter. Wir brauchen nämlich Flugzeugwartungszeitreduktion. Deswegen empfehle ich euch, die Luftherrschaft zu nehmen. Das ist meiner Meinung nach gleich der erste Skill. Die Saipan, muss man auch sagen, ist meiner Meinung nach auch kein Flugzeugträger, den man fahren sollte, um im Flugzeugträgerbereich einzusteigen. Das ist einfach, man muss ein Gefühl dafür haben, ob die, also wie das mit den Flugzeugen eben funktioniert, ne? Welche Schiffe kann man anfliegen, wo muss man eventuell langfliegen, damit man geschützt ist und so weiter. Ihr braucht Erfahrung. Bei der Saipan ist Erfahrung wirklich viel und dann könnt ihr das Maximale aus der Saipan rausholen. Es sind nun mal nur wenig Flugzeuge, ihr habt eine langsame Nachladezeit der Flugzeuge. Von daher, ja, übt erstmal mit niedrigen Tierstufen, bevor euch die Saipan kauft, ob die Flugzeuge überhaupt was für euch sind. Ja, das kann ich euch nur ans Herz legen. In Slot 2 würde ich dann auf jeden Fall die Torpedobeschleunigung empfehlen, einfach um halt auf 40 Knoten zu kommen. Ja, die Torpedos sind einfach schneller im Ziel, ihr müsst weniger weit vorhalten und so weiter. Also das komplette Programm ist dann hier sinnvoll eben. Ne? Dann kommen wir in Slot 4, in Slot 3. Da ganz klar, ersten 3 Punkte, die dann für Slot 3 vorhanden sind. Flugzeugpanzerung, um einfach den Schaden des gegnerischen Schiffs auf euer Flugzeug zu minimieren. Und in Slot 5 ist meiner Meinung nach der Tarnungsmeister wichtig, weil eben auch wichtig ist, dass eure Flugzeuge nicht so weit im Voraus entdeckt werden. Und das ist eben jetzt so ein bisschen ein Zwiespalt, in dem man so ein bisschen steckt, ja. Man muss auf der einen Seite die Flugzeugwartungszeit reduzieren und auf der anderen Seite sollte man auf die Sichtbarkeit der Flieger achten. Darum, wie gesagt, vorne gibt es gar keine andere Wahl. Hier solltet ihr auf jeden Fall den Tarnungsmeister mit reinbauen. Wenn ihr dann diese 10 Punkte vergeben habt, dann solltet ihr als nächstes in die Visierstabilisierung gehen, ja, um da einfach eine schnellere Ausrichtung, also ein schnelleres Einzielen sämtlicher Visiere zu bekommen. Gerade bei den Torpedobombern werdet ihr das am deutlichsten merken. Nachdem ihr die Visierstabilisierung habt, dann hier auf die Trefferpunkte, nämlich Experte der Überlebensfähigkeit, erhöht einfach nochmal die Trefferpunkte je Flugzeug um 15 je Stufe. Ihr habt T10 Flieger, also so habt ihr dann da auch die entsprechende Anzahl, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Nicht, dass das hier als T8 Flieger gilt, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall solltet ihr da trotzdem drauf gehen, selbst wenn es nur als T8 gegolten wird oder gezählt wird, dann hilft auf jeden Fall, eure Flieger länger am Himmel zu halten. So, nach der ganzen Geschichte habt ihr noch 2 weitere Skillpunkte zur Verfügung und meiner Meinung nach solltet ihr dann gucken, dass ihr hier die Motorboost-Geschichte verbessert. Ja, also verbesserter Motorboost um 10% nochmal und die letzte Staffel, nachdem ihr ja immer diese eine Trockenübung macht, dass ihr diese Sache abwerft und diese immer zurückfliegen Träger, habt ihr hier dann ja noch 4 Flugzeuge. Das heißt, ihr werft einmal ab und danach gibt es letzten Atemzug. Ihr könnt also jedes Mal mit Motorboost angreifen und dann gibt es letzten Atemzug. Dann wird der Motorboost sofort wieder voll aufgepimpt. Ihr macht eine enge Wende, weil ihr langsame Flugzeuge habt, könnt ihr super eng wenden. Ein großer Vorteil von den Torpedobombern und auch von den HE-Bombern. Ja, und dann könnt ihr gleich wieder angreifen und habt vollen Motorboost zur Verfügung, der euch dann eben hilft, des Flakfeuers ein bisschen zu entziehen. Ja, und dann könnte man hier oben alternativ noch eben
vorrangiges Ziel empfehlen, wenn man noch nicht so ganz viel Erfahrung hat, ist die Saipan sicherlich nicht unbedingt der optimale Träger für einen, aber das kann Ihnen auf jeden Fall helfen am Anfang. Und hier im unteren Bereich würde ich dann gegebenenfalls noch überlegen, verbesserte Motoren und oder Adrenalin-Rausch zu skillen. Dazu müsstet ihr dann halt jedes Mal auf irgendwelche Sachen verzichten, also wie zum Beispiel hier die Visierstabilisierung. Wenn ihr darauf verzichtet, habt ihr natürlich hier oben wieder ganz andere Optionen. Was für mich ohne Diskussion ist, ist auf jeden Fall Experte der Überlebensfähigkeit und Flugzeugpanzerung. Das gehört auf jeden Träger mit drauf. Das kann man einfach so sagen. Und ja, das ist eigentlich das, was man zu den Kapitän-Skills bei der Saipan sagen kann. Ich hoffe jetzt, dass euch das Video wieder einen Schritt weitergeholfen hat, was die Stärken und was die Schwächen der Saipan sind. Und jetzt kommen wir dann zum Pro und Contra. Um das nochmal zu verdeutlichen, wenn es noch nicht gereicht hat. Also, Pro sind viele Trefferpunkte pro Flugzeug. Dann, nächste Pro, hohe Schadenpotenzial, also von sämtlichen Flugzeugen, Schlachtflugzeuge, Torpedobomber, HE-Bomber, das ist halt wirklich genial. Ihr könnt alle Typen von Schiffe bombardieren und das ist auch ziemlich gut auf Zerstörern zum Beispiel. Und nächster Punkt ist dann niedrige Erkennbarkeit des Schiffes. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier noch nicht mal voll auf Tarnung geskillt und sind bei 10,7 Kilometer sichtbar. Das ist absolut genial. Dann gibt es noch die relativ hohe Geschwindigkeit der Raketenflugzeuge, der Schlachtflugzeuge und die hohe Speed hier des Flugzeugträgers an sich. Das ist auch noch ein ganz großer Vorteil. Der Nachteil ist sicherlich die verhältnismäßig kurze Reichweite der Flak. Dann wenig Flugzeuge an Deck, ist ja irgendwie halt dann die entgegengesetzte Schwäche sozusagen. Die Schlachtflugzeuge eignen sich hauptsächlich, um Kreuzer oder Schlachtschiffe anzugreifen. Es gibt keine Sekundärbewaffnung und die lange Flugzeugwartungsdauer ist sicherlich ganz vorne mit anzusiedeln, die hier ein Riesenproblem ist. Also wenige Flugzeuge und eine lange Flugzeugwartungsdauer geht quasi so ein bisschen einher. Die muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ne? Aber glücklicherweise kann man das ja ein bisschen skillen. Und so kommen wir zum Beispiel vorhin bei den Torpedobombern. Das kann man jetzt nochmal ganz kurz angucken. Wir waren vorher bei 150 Sekunden, jetzt sind wir noch bei 135. Also haben wir schon 15 Sekunden rausgeholt bei der Flugzeugwartungsdauer. Das ist ein Riesenwert, muss man einfach sagen. Deswegen ist das auch die absolut richtige Skillung, wenn man hier auf Flugzeugwartungsdauer geht und diese eben deutlich reduziert. So, nun aber, hört es euch ja fast unterschlagen, das Pro und Contra. Bedanke ich mich auf jeden Fall für eure Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video trotz des kleinen Ausschlenkers hier zum Schluss gut gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich gerne auch über eure Kommentare freuen. Also ob nur positive Kritik oder eben auch negative Kritik, wenn euch irgendwas gefehlt hat, da das vielleicht zu einseitig dargestellt war oder was, wie auch immer, weiß ich nicht genau, wie ihr das eben dann formulieren möchtet. Macht es gerne konstruktiv, das ist immer erwünscht hier auf meinem Kanal. Und dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Empfehlt uns gerne weiter und tschüss, sagt euer Seacoast-Team und euer Andy. Ciao, ciao.